sehen. So, Teilnehmer hinzufügen. Ich probiere mal Auri nochmal reinzuziehen. So, sage mal, kannst du T-World-Server machen oder Hedge Wars, je nachdem? Könnte ich gleich machen, ja. Aber ich nutze mal die Gunst der Stunde und suche mein Handy jetzt. Ach so, okay. Super. Wenigstens muss ich mein Handy nicht suchen, das liegt ja direkt bei mir. Man hört dich nicht. Ah. Also redest mit mir, warum redest du mit mir? Hi. Hi, du bist wieder zu hören. Ich versuche nochmal hier den Auri reinzukriegen. Ja, genau, Ja, da ist irgendwie. er. Ah. Genau, wo ich Skype den Anruf annehmen will, stürzt Skype auf dem Handy ab. Ja, bei So. mir ist auch Internet weg gewesen, komplett Ja, das gerade. haben wir schon gemerkt. Irgendwie Ich habe immer mein drauf Handy an. gefunden. Ja. Oh. Und das Handy lag neben dem Flachmann, den ich gestern mit hatte. Tja, das könnte dir zu denken geben. Ja. Warte mal, ich komme auch gleich nochmal wieder. Ich muss mal gucken. Ich habe hier irgendwo noch. Kennt ihr für Laptops diese Lüfterpads, die man drunter packen kann? Ja, von dir. Ja, das werde ich jetzt mal suchen. In der Hoffnung, dass es dann besser wird. Bis gleich. Bis gleich. So, ich werde dann zwischendurch mal den Gramm anschreiben. Diese Pause ist gewollt. Du trinkst den Wodka jetzt nicht pur, oder? Nein, ich trinke nicht mehr. Ich habe hier nichts zum Verdünnen. Ja, ein bisschen Cola ist hier noch. Okay. Vergiss es. No. Ja, die lässt mich nicht so offen. So, ich lasse mir jetzt die Beine bewedeln. Ich habe Das gestern macht für dich genug mitgesoffen. Joa. Oh, das ist aber nett, danke schön. Ist ein super Thema hier, Mensch. Ja, Ja, und wer ich habe säuft für also mich gestern, mit? ich. Was? Wer säuft für mich mit? Ich? Ich. Wir sind Freiwillige. Das war jetzt verkehrt. So, was ist denn hier Da. dauernd mit Skype, Mensch? Wollte gerade sagen, ich habe doch schon wieder was gehört hier. Was geht hier schon wieder los? Ich So, hab wo ist er denn? auch. Wo ist er denn? Ich guck hier mal kurz. Kontakte. Ist er. Wer? Wo? Was? Der Gramm Gramm? Gramm? ist, ich meinte in meiner Handyliste. Ach so, ich dachte schon, der ist so gar nicht da. Sie ist schon Gespenster, ne? Aber sowas von. Ja, ich war gestern wieder. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, ich auch. Also wenn du denn nicht mehr weißt, was du gemacht hast, nachdem du zu Hause angekommen bist, Nee, doch, das wusste ich ziemlich gut. Das klingt nach einer typischen Alkoholintoxikation. Also ich weiß, nachdem wir feiern waren, habe ich noch mein Kumpel habe ihn begleitet bis zu seiner Haustür und dann habe ich mir auf mein Fahrrad geschwungen, nach Hause gefahren, frag nicht wie. Aber Viel schön. teuer geworden. Ja. Naja, und dann weiß ich nur noch, ich bin zu Hause angekommen und heute Morgen im Bett aufgewacht. Besser kannst du nicht laufen. Ja, bloß, erstmal wache ich auf, überleg so, hast du jetzt dein Fahrrad angeschlossen? Aus dem Fenster geguckt, steht noch da, alles klar. Das ist Nächstes, wichtig, ja. ich gehe an meinen Rechner, denke, wieso ist der Rechner aus? Du machst den Rechner so selten aus. Gut, drück vorne auf mein Knöpfchen. Wieso geht der jetzt nicht an? Ich guck am Rechner vorbei. Wieso habe ich die Steckdose ausgeschaltet? Was? Ja, ich habe hinten die Steckdose ausgeschaltet. Ich frage mich wie, weil ich komme so mit dem Fuß oder so mit der Hand nicht ran und wenn ich sturzbesoffen bin, schon gar nicht. Vielleicht gerade dann. Ja. Oh Tja, Mann. lüfte das Mysterium beim nächsten Mal und stell eine Kamera auf und film dich, wenn du reinkommst. Du, ich habe noch vom letzten Jahr eine Erinnerungslücke. Die ist noch besser. Ja.
Wir haben so auf so einem Berg gefeiert. Das Hochkraxeln war nüchtern schon ziemlich schwer. Hochkraxeln? Und ich frage mich, wie ich dort heil runtergekommen bin und das total besoffen. Was für ein Berg? Ja, bei mir hier in der Gegend haben wir auf dem Berg gesoffen. Und hochklettern war nüchtern anstrengend, ne? Und wenn du dann heil runterkommst, total besoffen. Ja, ich kenne das. Weil ich weiß nämlich auch nur nachher, dass ich da plötzlich unten an der Straße stehe. Keine zerfetzten Klamotten, kein Dreck. Wie bist du da runtergekommen? Teleportation. Ja. Richtig, und wenn es die geben würde, würde ich dir Cola schicken. Er hat den Rest von mir gekriegt, ja. Das reicht auch nicht. Es reicht zumindest für ein weiteres Glas. Und wenn das reicht. Wenn das Verhältnis an Wodka stimmt, ja. Hallo, ich muss dich nachher tragen. Ja, ach, ich ja. Mich selbst, also von daher. Ihr habt euch ja lieb. Sowas wollen wir spielen. Ja, ich hab Trackmania schon an. Ach, Trackmania? Trackmania, der feine Herr. Ja, ich habe ihn vorhin noch gefragt, ob's, nee, gestern hatte ich dich, glaube ich, gefragt, ne? Ob's bei dir geht. Mich? Ja, dich. Nations Forever war das, ne? Wollten wir. Ja, das war übrigens Gramdolins Vorschlag. Ja, ja. Der ist ja nicht da, ne? Nö, ist ja auch nicht mein Problem. Wenn er nicht möchte, zwingt ja keiner. Nein, ist ja nicht Pflicht hier bei uns. Kannst du mir, wollte gerade sagen, schick eine Abmahnung. Eine Abmahnung, ach Quatsch. Also sie keine Antwort, also, er wird dann wahrscheinlich in der Küche sein und nicht da. Ja. Kabasch kann auch nicht, der hat jetzt übers Wochenende Besuch da, hab ihn extra gefragt. Ja. Kölle will nicht. Keine Ahnung warum. Kölle hat ja geschrieben, was sind denn das für Games, die kenne ich ja gar nicht, dann bin ich raus. Hä? Mal T-Words und Hedge Wars. Ja, wenn man die nicht kennt, ist das ja eine Sache. Aber deswegen dann nicht mitzumachen, das ist irgendwo... Ich weiß nicht. T-World und Hedge Wars muss ich mir nachher dann erstmal wieder runterladen. Ne? Ja, das wirst du dann schon... Wirst du schon hinkriegen. Waren ja jetzt keine großen Spiele. Nee, T-Words, also wenn es geht, Micha, wäre cool, wenn du den Server irgendwie machen könntest, weil ich kam hier mit meinen Firewall bla nicht mehr klar, ne? Ja, jetzt? Oder ich dachte, wir waren... Nee. Ja, später. Ja. Erstmal hier Trackmania, ist schon richtig. Settings, ich mach mir erstmal... Ja, ja. Das hört sich aber nicht gut an, wirst du krank? Könnte sein. So. Ach, wo ich gerade diese Werbung hier schön im Spiel sehe. Shootmania wird es ja auf der Gamescom anzutesten geben. Oh, schön. Da habe ich ein gewisses Interesse dran. Ist ja, Release-Datum ist ja jetzt auch schon bekannt und ist sogar gerade 20% billiger, wenn man es jetzt vorbestellt. Mhm. Ich habe keinen Bock, Trackmania hier im Vollbild zu spielen, aber die höchste Auflösung ist ja auch nur ein Witz. Naja, nehmen wir trotzdem mal. So, Online-Spiel erstellen, ne? Ich weiß nicht, wir können auch einfach einen öffentlichen Server nehmen. Vielleicht ist es einfacher. Ach stimmt, ich habe sowieso keine eigenen Karten. Eben. So. Gehen wir erstmal Zone Germany. Ja, wo wollen wir denn hin? In welche Zone? Ja, nee, das ist rangliche Quatsch. Berlin. Ich bin ja immer ein bisschen Arschloch, deswegen Berlin. Ich habe Berlin schon ausgesucht. So, warte mal, ich muss mal hier noch... Ist eine schöne Stadt. Da, Trackmania Sound mal ein bisschen leiser. Der brummt hier und sonst allen in den Ohren. So, welchen ja, wollen wir denn? Welchen von den ganzen Berlin-Servern von den 19? Ich muss hier erstmal Germany. Hier knistert irgendwas. Das klingt, als wenn irgendwas gleich durchbrutzelt. Ja, wie jetzt? Nee. Also, kam aus deiner Richtung. Ja, erzähl mal nicht. Ja, hier ja. Quatscht hier alle da so. Bescheuert. Berlin. Ja. Baron Blutwurst? Was? Baron Blutwurst? Hab ich hier als Server. Bist du denn? Den sehe ich noch nicht mal. Nein. Es gibt ja nur Berlin. 19 Seiten oder so. Ja, also bei mir ist Blutwurst. Jetzt muss ich den erstmal. Hä? Okay, nochmal. Ich mach mal hier Suche. Ich glaube, du hast die. Ja, nee, Blutrausch. Ja, da eigentlich auch. Ich habe hier Blutrausch, aber. Du musst auf alle gehen und dann erst auswählen, ansonsten guckst du die Spieler durch. Nicht die Server. Ja. Play online.
Schön, schön. Welches nehme ich jetzt da? Alle. Germany, Berlin. All. Germany. Jume, hilf ihn doch mal. Nee, ich hab schon. Was? Wie? Wo? Hä? Sie spielt nicht mit. Ja, aber sie sitzt doch bestimmt neben dir und kann dir helfen. Hinter mir auf der Couch. Ich sehe ihn nicht. So, welchen Server wolltet ihr jetzt nach? Bei Berlin bin ich jetzt. Ja, sucht euch einen aus. Ich versuche noch hier ein bisschen Trackmania noch leiser zu machen, weil mir dröhnt es doch etwas in den Ohren und dann verstehe ich euch ja kaum noch. Ich frage mich sowieso gerade, wie du das jetzt machst, Auri. Wieso? Du sitzt am Rechner? Genau. Hast du aber noch das Handy am Ohr? Genau. Nee, ein Headset, oder? Das Headset vom Handy. Ja. Inklusive Handy. Warum machst du denn Skype nicht über den Rechner? Weil der Rechner scheiß Qualität hat. Ja, okay. Die Soundkarte. Das Headset vom Handy reicht nicht gerade weit bis zum Anschluss des Rechners. Das heißt, ich müsste die ganze Zeit mit dem Kopf schon auf dem Schreibtisch liegen, damit das Kabel nicht zieht. Das Headset vom Handy würde sowieso nicht am Rechner funktionieren. Genau, das ist das zweite gut, Problem. Okay, sonst aber das mit dem Kopf auf dem Tisch, na, das hast du ja vielleicht ein paar Stündchen. Das ist ja nun weniger schlimm. Okay, jetzt hier, Server, komm, SPZ Crazy. Kannst du mal sagen, welche Seite du drin hast? Berlin? Müsste ja, gleich noch auf der ersten ganz unten stehen. Ja, ist bei mir auf der ersten ganz unten. SPZ Crazy. Ah, ja, da haben wir das. Nehmen wir? Beitreten. Konnte nicht hergestellt werden. Ja, stimmt. Nicht der Server-Version. Ha, wie lustig, ihr Schweine. Alle. Was nehmen wir dann? Kann man die. Gleich das erste, SPZ Full Speed. Das ist bei mir nicht das erste, aber. Auch nicht bei mir. Sag mal, muss ich mein Spiel erst updaten irgendwo? Wo geht das denn? Geht das irgendwo? Ich hab keine Ahnung. Für sowas ist Steam zuständig, nicht ich. Ja, eigentlich ja. Ach hier, SPZ Full Speed, ich hab's auf der zweiten Seite gefunden. Ja, gut. Beitreten? Auch nicht. So viel dazu. Schön. Vielleicht sollte man doch mal Steam kurz öffnen. Bibliothek, Trackmania Nations Forever. Ist nicht irgendwo was mit Updaten? Ich hab einen. Na? War zweite oder dritte Seite Server White oder sowas stand da. Ist keiner drauf, da könnten wir dann. Dann sind wir privat. Server White. Ja, habe ich. Free Zone. Isador. Beitreten. Super! Mensch, danke. Du rettest den Abend. So. Ja, von den eingeladenen Leuten sind ja irgendwie nicht besonders viele erschienen, aber wir haben ja trotzdem uns ein paar Gedanken zu einer kleinen Themenliste gemacht. Jetzt muss ich erst mal. Warum fahre ich schon? Ah. Wir haben eine Themenliste, ja. Ja. Ich muss auch erstmal meine Option wieder ändern. Das ist mir doch ein bisschen zu laut. Ja, ist mir auch immer noch. Ist irgendwie nervig, wa? Ach ja, ich kann den ja gar nicht wegrammen. Nee. Oh, kannst du nicht, kannst du durchfahren. Ja, hab ich gerade gemerkt, ich wollte ihn voll reinfahren, aber. Naja. Oh, und zack. So, mag irgendeiner von euch unsere selbst ausgedachte Themenliste erläutern? Ich muss erstmal das. Schön. Also, meine ich. Also ich weiß von Prototype 2 zum Beispiel. Ja. Weiter geht's unter anderem mit Darksiders 2. Und 1 und dem Buch. Ganz genau. Dann gibt's ja noch etwas, was bald ansteht. Das wird uns jetzt Isador ankündigen. Das ist die Gamescom in Köln. Und wir sind da. Super tolle, tolle, große Show mit ganz, ganz viele, viele Spiele von die ganze Welt. Black Money von der Seite on hier, Mensch, ins Kino. Und ich komme hier hin. Diese Strecke ist noch heute. Ja, das ja, nee, ja, ich würde sagen, Prototype wollte Gramdolin ja unbedingt hören und er ist nicht da. Isador, wie sieht's denn aus? Hast du ihm geschrieben? Ich hab ihm geschrieben, aber nix Antwort. Na, dann warten. Machen wir doch als zweites Thema. Irgendwie sowas, ja. Kommt doch erstmal mit Darksiders. Darksiders. Wir haben gestern bei Darksiders 1 schon mal Platin endlich geholt. Oh, schön, schön. Dafür habe ich keine Geduld. Also, den größten Teil hat Juma gemacht. Ja.
Und sie, wir müssen sagen, wir haben ja direkt auf apokalyptisch gespielt, gar nicht erst vorher die Abgrundrüstung geholt und so schwer war das jetzt gar nicht. Nicht, ja? Na dann. Ja, nö, es also gab hin und wieder Stellen, wo du verzweifelt bist. Aber sonst. Also dafür, dass ich normalerweise eine Person bin, die immer auf leicht spielt, war das nicht allzu schwer. Auf leicht? Auf leicht? Auf leicht? Ich bin Mädchen. Hallo, ich bin Mädchen, ich darf das. Nicht so laut, sonst höre ich dich bei Auri auch noch. Nein, ist okay. Ja, ich habe mit diesem... Vielleicht fangen wir mal anders an. Worum geht's bei Darksiders überhaupt? Das wäre der bessere Einstieg, denke ich. Denke ich auch. So, Darksiders 1 ist ein Hack-and-Slay oder Action-Hack-and-Slay, ähnlich wie God of War, das sollte ja eigentlich so ziemlich jedem bekannt sein. Ist gleichzeitig bei mir übrigens auch der Grund gewesen, warum ich es erst recht spät gespielt habe, weil ich gerade da auch God of War 3 da hatte. Und ja, God of War schien verlockender. Ja, nee, auf jeden Fall, man spielt den apokalyptischen Reiter Krieg. Man ist Diener eines Rates, der das Gleichgewicht zwischen Hölle und Himmel wahrt, so lange bis die Erde reif genug für einen entsprechenden Krieg ist. Erst dann werden Siegel gebrochen, und wenn die Siegel gebrochen werden, kommen, glaube ich, auch die Reiter, um zu kontrollieren, ob alles richtig ist. Aurel, also Junk, darfst mich gerne auch unterbrechen, wenn ich mich irre. Nö, bis jetzt ist so alles gut. Gut, ja, und nun bricht auf einmal der Krieg auf der Erde los, zwischen Himmel und Hölle, Dämonen und Engel schmettern nieder und wie Meteore prügeln sich, kämpfen, morden, zerstören. Und der apokalyptische Reiter Krieg taucht auf, weil seinem Gespür nach das siebte Siegel auch gebrochen wurde und dann werden halt die Reiter gerufen, wie ich schon erwähnte. So, nun kommt er aber an, schlägt sich da ein bisschen durch die Monstermassen und das siebte Siegel ist wohl noch intakt und er wird des Verrats und der Anstiftung des Kriegs bezichtigt. Weil er halt passenderweise wahrscheinlich auch gleich der Reiter Krieg ist, so. Ja, da passt der Vorwurf, ja. Ja. Und da wird ihm mitten im Kampf, werden ihm dann sämtliche Kräfte genommen und so krepiert er erstmal. Ja, er wird umgebracht und dann später wird er vor dem Rat wiedererweckt und muss Rede und Antwort stehen. Erklärt, dass er sich das nicht erklären kann und dass er es wohl irgendwie in einen, nennt man das, eine Intrige sein muss. Und er bekommt die Chance, sich zu beweisen. Er muss allerdings ohne seine gesamten Kräfte losziehen und beweisen, dass das alles Verrat und Intrigen und sonst sowas sind und dass ihm Unrecht getan wurde. Damit das Ganze noch schlimmer wird, bekommt er noch einen netten Begleiter. Ja, einen Begleiter-Dämon, einen Wächter-Dämon sozusagen, der ihn auch noch foltern und quälen kann. Und das auch sehr gerne tut. Ja, und ihn gerne verhöhnt. Ja, so viel zum, eigentlich sind, finde ich, die erste Stunde von Darksiders. Nur die erste Stunde? Das war die erste Stunde, ja. Aber es ist damit, also ich habe 20 Stunden mit auf normal verbracht. Also mit allem Holen, allen Rüstungen, Lebzeiten und so hat Katja auch... Ich denke mal, die Frage beruht sich auf die normale Spielzeit so. Ja, deswegen. Also ich bin auch ein bisschen rumgereist, habe hier und da noch ein paar Kleinigkeiten geholt, was man halt so als normaler Mensch tut, ne? Wenn man denkt, hey, ich kann hier nochmal hin und dann guckt man auch. So, ja, so viel dazu. Es ist halt, wie schon mal gesagt, so ein Action-Hack-and-Slay. Man spielt den Reiter Krieg, man hat ein dickes Schwert erstmal dabei am Anfang. Kann noch ein paar zusätzliche Waffen im Laufe der Story bekommen, kann noch ein paar Mächte freischalten und wird halt immer stärker und kriegt immer coolere Sachen. Wie gesagt, das Ganze ist halt echt ähnlich wie God of War, teilweise in den Waffen sogar, muss man mal so sagen. Aber es hat eine eigene Grafik, comichafter, bisschen bunter. Es hat seinen eigenen Charme und seine eigene Story, die ich anfangs selbst verkannt habe, muss ich wohl dazu bemerken. Und umso länger ich gespielt habe, umso gefesselter war ich von der ganzen Szenerie. Man spielt 1000 Jahre nach dem Krieg dann nämlich, in einem sozusagen... Ne, 1000 sogar waren es, oder? Ne, 100 nur? 100, Entschuldigung. Das reichte ja aus, reichte vollkommen aus. Die Menschheit war natürlich niemals vorbereitet. Es ist ein postapokalyptisches New York, glaube ich, war das? Manhattan? Irgendeine Stadt. So. Also, das ist jetzt der Zeitsprung. Ja, du, ne, die Zeit. Diese alte Geschichte, den Krieg und
dann jetzt Na, du, in die Moderne, also in die du bist, Zeit du bist mittendrin und wirst vom Rad wiederbelebt, ohne dass du halt wusstest, wie viel Zeit vergangen ist. Für Dämonen und ewig Lebende ist 100 Jahre halt ein Witz, ne? Ja. Und von daher, ja. Aber für normale Menschen sind 100 Jahre halt schon zu viel mit ein paar Dämonen und Engeln. Ja, und richtig. Und auf jeden Fall schnitzelst du dich auf deinem Weg durch die ganzen Dämonenhorden, kriegst deine ganzen alten Mächte zurück, kriegst deine Waffen zurück, kriegst du gerade dein getreues Pferd, was übrigens, also was im Spiel Ruin heißt und in dem Buch heißt es Zerstörung. Ja, Fail. Es kann ein Übersetzungsfehler sein. Ich könnte jetzt natürlich auch behaupten, vielleicht ist es einfach ein zweites Pferd. Man muss dazu sagen, also das Buch spielt wirklich tausende Jahre vor Darksiders 1. Von daher ist da noch sehr viel Freiraum. Ja, hat der alte Dauer das doch nicht mehr so lang gemacht? Nee, anscheinend nicht. Nee, aber es ist schon, also die ganze Story ist halt echt fesselnd. Mittlerweile kostet das Spiel vielleicht jetzt 15 Euro. Lass es 15 Euro sein. Und du kriegst... Ja, gut. Und du kriegst dafür halt wirklich so circa 15 bis 20 Stunden Action, Spannung und das ist wirklich total geil. Und ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht besser als God of War, aber es ist gleich. Ich meine, gut, du spielst den Reiterkrieg und das gegen den Gott des Krieges, ne? Ja. Darf ich Einspruch erheben? Du darfst, natürlich, deswegen bist du ja da, dachte ich. Zum Einspruch erheben? Naja, zum Diskutieren und Debattieren. Ja, gut. Also, Darksiders war genial, aber an God of War kommt es nicht ran. God of War ist Epos, das ist unvergleichlich, meiner Meinung nach. Bam, bam, badabam. Ich enthalte mich meiner Meinung, weil ich habe weder das eine noch das andere gespielt. Ja, Gott. Nein, ehrlich? Ja, Isador ist ja nur eine ganz andere Gamer-Richtung. Ja, Isador ist PC. Ich bin so mehr die Adventure-Ecke. Und PC vor allem, ne? Ah, ja. Okay, okay. Es sei dir verziehen. Also ich finde die Story von Darksiders auch hammergeil, aber ich bin auch immer noch mehr Kratos-Fan. Ich mag halt beides, aber wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist. Das ist halt meine Meinung dazu. Na klar, gut, ich habe halt God of War 3 gespielt, 1 und 2 nur zugeguckt, vielleicht liegt es auch daran mitunter, aber es war halt irgendwie, es war mehr als nur dieses Rache, was du bei God of War im dritten Teil immer noch hattest. Na, wobei es in Teil 1 ja auch nur größtenteils um Rache ging. Ja, aber es waren halt so, irgendwie so viele Fäden mit dabei, die mir gefallen haben. Was mir halt auch sehr bei God of War, bei God of War auch, fand ich auch schön so, aber bei Darksiders gefallen hat, war die Welt. Du konntest fast bis an Anfang wieder zurück, obwohl du schon fast fertig warst mit dem Spiel. Ja. Du konntest, es war ein gewisses, also es war zwar eine begrenzte Welt, aber du konntest halt wirklich hin und her, es war, naja, es war eine kleine Open World, sagen wir so. Die hatte 6-7 Areale und du konntest halt frei dich von einem zum nächsten bewegen und hast später sogar noch so eine Art Wurmlöcher, könnte man es nennen, oder das waren halt, nennt sich Schlangenlöcher, so eine zweite Dimension eher. Freigeschaltet, um die Wege abzukürzen, sozusagen. Ein bisschen anstatt halt da eine Stunde von einem Ort zum nächsten zu latschen, bist du, weiß nicht, eine Minute durch so eine zweite Dimension gelaufen. Und noch mit der letzten Sekunde ins Ziel gerollt. Echt, ja? Ja. Aber ja, und trotzdem 0,02 Sekunden langsamer als Bestzeit. Boah. Ja, was mir bei Darksiders aufgefallen ist, ich habe niemals irgendwie negativ großartig also Ladezeiten gehabt. Oh doch, ich schon. Also wir schon. Echt, ja? Also wenn man das Spiel startet, dann braucht das bestimmt erstmal eine Minute, ehe da überhaupt ein Bildschirm kommt. Das Problem hatte ich halt nicht. Ja, aber vielleicht am Anfang, naja. Okay, das hat Skyrim aber auch nicht viel besser, ne? Muss man mal dazu sagen. Also im Spiel selber? Ja, im Spiel, meine ich. Aber halt, bevor das gestartet hat. Okay, ne, da ist es mir nicht so massiv aufgefallen, aber im Spiel ist mir positiv aufgefallen, dass ich irgendwie keine störende Wartezeit hatte. Gerade, wie ich gerade meinte, bei Skyrim ist es ja so, du wechselst ja andauernd und es lädt andauernd. Du läufst in ein Haus rein, es lädt erstmal. Du läufst wieder aus dem Haus raus, es lädt. Also es ist richtig ätzend nervig, wie ich finde. Also Skyrim ist ein tolles Spiel, aber die Ladezeiten sind böse. Und das mit dem letzten Patch besser geworden ist, fand ich.
Ja, bei mir nicht, fand ich jedenfalls. Aber bei Darksiders ist halt, ich glaube, gerade mit diesen Schlangenlöchern, also dass man so in dieser zweiten Dimension läuft, das überbrückt die Ladezeit erheblich, weil nebenbei kann das Spiel ja die Welt laden, in die du willst. Definitiv. Ich fand bloß schade, dass so bestimmte Story-Aspekte nicht weitergespinnt wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Darksiders 2 ist, ob die da nochmal anknüpfen, aber zum Beispiel, was mit Samael ist, wird man nicht mitkriegen und also hat man nicht mitgekriegt und Ja, die obwohl ich im Personalität, den Charakter von Krieg, der ist auch nicht so prickelnd rübergekommen. Das fand ich zum Beispiel so das ist schade. schon Das war mal, genau das da. das ist richtig. Ja, das mit Samael, der Dämon, der einem ja öfter mal hilft, der, wo man bei jemandem ihn aber die Herzen von so großen anderen Dämonen bringen muss. Also ich habe ihn im Trailer von Darksiders 2 gesehen. Ich auch, Uhu. Ja, ich auch. Ob er nun, ob Darksiders 2 an der Stelle nun natürlich nach Darksiders 1 spielt oder ob es davor ist, das weiß ich jetzt nicht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was Samuel fand ich bis jetzt am geilsten von den Bösen. Ja, na, ist ja nicht mal böse, er hilft dir ja. Ja. Es ist halt, er ist ein Also im Dämon. Allgemeinen groben gesehen böser als Dämon. Er ist bestimmt ein Böser, er ist der ein Dämon, aber in dem Moment habt ihr das gleiche Ziel, also ist man mit ihm verbündet. Ja, stimmt. Ja, Der Feind meines Feindes ist mein Freund. richtig. Ja, und da ist zum Beispiel wieder das Buch Darksiders Kammer der Macht. Da geht es vor allem um den Reiter Tod, den ältesten der vier übrigens. Ja, der alte Sack. Ja, wirklich. Das Ganze beleuchtet aber auch richtig die Herkunft der Reiter, die zu einem Volk gehören, was bis auf die vier Reiter ausgerottet wurde. Die Nephilim. Richtig. Krieg spielt eine sehr dominante, was heißt, ja doch dominante Nebenrolle, weil er begleitet Tod auf einen großen Teil des Buches. Und da kriegt man auch ein bisschen von Kriegscharakter nochmal mit und auch, aber natürlich ganz speziell von Tod, also. Da wird auch schön zum Beispiel erklärt, warum die Sensen, also die zwei kleinen Sensen, auf einmal zu einer großen Sense werden und so weiter. Sehr schön ausgeführt teilweise. Wirklich sehr schön. Ja. Ich mache einfach mit dem Buch mal kurz ein bisschen weiter. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht gehabt. Und es ist halt nicht besonders lang, es ist aber auch nicht besonders teuer. Die Story spielt ein paar tausend Jahre vor dem Spiel Darksiders. Von daher hat man da eigentlich echt freie Hand. Das heißt, sie können sich da Sachen auch teilweise halt ausdenken. Gut, das mit der Übersetzung von dem Pferdenamen ist so eine Sache. Ach, gibt schon Ja, Leute. richtig. Aber schön ist, das Pferd von Tod heißt Verzweiflung. Ich dachte schon Verderben. Nee, Verzweiflung, zumindest im Buch. Das würde wahrscheinlich Verderben genauso passen. Und da gibt es halt so ein paar Stellen, wo einfach die Namen so nebeneinander sind, so Verzweiflung und Zerstörung, die beiden Pferde einfach nur, aber die Namen, das klingt so geil. Genauso wie die ganzen Waffen halt auch ihre eigenen Namen haben. Gut, die Sensor, die heißt Ernter, das ist jetzt nicht so aufregend, gebe ich zu. Aber es gibt dann noch so ein paar andere, Weltenzerstörer und so eine Scherze. Ich bin Ups. gespannt, wenn du es mir ausleihst. Ja, du bekommst es, keine Sorge. Und ich fand's halt echt genial und ich hab's innerhalb von 24 Stunden mit Pausen durchgelesen. Also ich hab's Montag um 9 oder so das Paket in Hand gehabt, hab's gegen 11 aufgemacht und hab am nächsten Tag um 11 das Video gedreht. Joa. Also ich habe ja die Leseprobe mir zu Gemüte geführt. Und ich bin nicht sehr weit gekommen, weil irgendwann habe ich das Interesse verloren, komischerweise. Ich glaube, der Schreibstil gefällt mir nicht so richtig. Ja, er ist an Aber einigen Stellen ich bin auch langatmig. verwöhnt. Also ich lese ja sehr viel. Deswegen kann das sein, dass ich da einfach nur verwöhnt bin. Das kann natürlich auch sein, ja. Es ist halt natürlich Bücher, also wie Spiele sind halt Geschmackssache, ne? Definitiv. Und ich muss sagen, also das habe ich auch bemängelt so ein bisschen. Es gibt Stellen, da ist die Detaillierung sehr angenehm. Mann, Und wann hast du meine Zeit geschlagen, Isador? Vorhin. Guck mal, ich bin erstaunt. Warum bin ich Zweiter? man merkt auch, dass Komm ich die on. ganze Zeit rede, weil ich bin Dritter. Wir konzentrieren uns auf das Spiel. Ja, richtig. Ja, was ich sagen wollte, die Das Problem ist, Detailtreue wir ist halt können so schön. frei reden, So, weil ja? wir müssten jetzt alle eine Pause machen, so wie ich das Prinzip verstanden habe. Echt? Ja.
Werden wir sehen. Nach 5 Ränden müssen Free-User eine Pause machen. Aber ich glaube nicht, wenn nur Free-User drauf sind. Sonst gucken wir ja nur 5 Minuten lang uns die Strecke an, das macht ja keinen Sinn. Also ich muss zum Beispiel jetzt eine Pause machen. Echt, ja? Ich nicht. Ich auch nicht. Komisch. Na, wer weiß. Dann habe ich wahrscheinlich noch irgendwo ein Restrennen irgendwann mal gehabt. Das kann sein. Huch. Ja, nee, also was ich sagen wollte jetzt zum 5. Mal, es hat... Ist zwar an manchen Stellen sehr schön detailliert und an anderen Stellen ist das aber so langatmig, dass auch ich echt zu kämpfen hatte und das ist dann wieder nicht so schön. Das gewesen sein, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Ja, es gibt halt so ein paar Stellen, die sind ein bisschen doof. Ich weiß nicht, da die laufen in der Engelsstadt rum und da sind so gewisse Aspekte, die interessieren mich den feuchten Kehricht, ganz ehrlich. Die Straßen nun gemauert sind oder geteert, das ist doch total Bockwurst, so nach dem Motto. Durchaus. Aber gut, es gehört halt einfach dazu. Es war noch, naja, es hatte ein bisschen Wiedererkennungswert, gerade was Krieg angeht mit seinen Fähigkeiten. Diesen, ich weiß gar nicht, wie das siehst, du rammst ja als Krieg, hast du die Fähigkeit, dein Schwert im Boden zu rammen und um dich herum kommen diese Klingen, ich glaube Klingenwald ist das Ganze, ne? Klingengeysir. Ach, Geysir, dankeschön. Und die, so eine Sachen kommen da unter anderem halt mit vor, dass die natürlich von dem Spiel so ein paar Sachen aufgreifen und für den Wiedererkennungswert sehr schön. Hat mir gefallen. Ich frag mich gerade, wie viel ich spoilern darf. Ich will dich nämlich was fragen, ich trau mich aber nicht. Ja, frag doch. Dann heißt es, ich spoilere zu viel. Ja, dann müssen die anderen halt weghören. Sie sind ja jetzt gewarnt. Also vor sich selber mal weghören. Kannst ja vielleicht ganz schnell noch ein Bild rausholen, Achtung, Spoilerwarnung. Ach Quatsch. In Darksiders 1 ist ja Abaddon, ne, der dann zum Zerstörer wird. Und man hört ja dann irgendwie eine Weiberstimme, die zu ihm spricht. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Oh Gott. Ja. Du weißt, welche Stelle ich meine? Ja, ich saß neben dir, also, ja. Ja. Ich weiß es gerade nicht, aber... Die Stimme, die Abaddon sagte, er soll sich entscheiden, ob er dem Himmel dienen oder die Hölle regieren will. War das nicht die von Uriel in Erinnerung? Nochmal bitte. War das nicht die von Uriel als Erinnerung nochmal oder so? Ich habe das als eine andere weibliche Stimme empfunden. Nee, Uriel, die wurde doch dann selber von Abaddon gekillt oder nicht gekillt, aber betrogen. Ich habe das doch gar nichts davon. Meine Vermutung ist ja, dass das eventuell die Stimme von Lilith ist, die auch im Buch auftaucht, aber das ist eben nur eine Vermutung. Das kann aber sehr gut sein. Es wird in dem Buch auch angedeutet, dass Lilith, also sie hat einen Teil ihrer Macht wohl verloren und sie hat da ihre eigenen Pläne, um wieder an die Macht zu kommen. Mehr sage ich dazu nicht. Nein, es ist... Also wäre der Gedanke, möglich, ja, dass die Weiberstimme dann eventuell dann doch Lilith gewesen sein könnte, also dass Abaddon quasi einen Pakt mit ihr geschlossen hat, durchaus realistisch. Also wir reden hier von der Verführerin der Dämonen, ein Pakt war es bestimmt nicht. Ach scheiße, dann hat irgendwann anderes. Ja, nichts Jugendfreies wahrscheinlich, aber es kommt bestimmt hin. Ja, das kann natürlich sein, jetzt wo du so das Ganze erwähnst, ja doch, klingt auch einleuchtend. Okay, das Ganze macht aber nur noch mehr Freude auf Darksiders 2. Was ja übrigens rauskommt, während wir auf der Gamescom sind. Und wir im Umzug. Und ihr im Umzug. Ja. Soll ich euch mal ganz ehrlich was gestehen, Jungs? Na? Ich hab Schiss vor Darksiders 2. Ich hab Schiss, dass mir der das ganze Spiel versaut. Das kann natürlich passieren, aber... Ja, das kann passieren. Das kenne ich. Ja, weil Junk zeigt mir ja immer Trailers und so weiter und so fort und da waren Trailer dabei, das hat mir ja nicht gefallen mit dem Kampfsystem und mit dem Ausrüstungssystem. Ach komm, du spielst auch Skyrim und hast da Platin. Ich weiß. Nee, ich weiß, was du meinst. Das ist auch der Grund, warum ich mich da mit den ganzen Trailern, vor allem mit den Gameplay-Trailern, echt zurückhalte. Ja, so eine... Als wir den gesehen haben, worum es geht, haben wir dann auch ausgemacht, so oder nicht? Ja, die ich Cinematics. Gesagt, du sollst ausmachen. Die Cinematics sind halt eine Sache, ne? Aber da siehst du ja nichts vom Spiel und das ist der Unterschied dabei. Eben. Das ist auch wie mit Resident Evil 6 da. Also ich freue mich drauf, aber ich will eigentlich keine Gameplays sehen. Ich habe bis jetzt auch nur ein einziges Gameplay gesehen. Ja, das, was auf der E3 gezeigt haben, wa? Genau.
Ja, gut. Ich habe ja mehr als genug da, aber ich habe mir die nie angeguckt. Das will ich doch schließlich alles selber erleben. Ja. Ja, Darksiders 2, wir spielen den Reiter Tod. Oh, wir experimentieren mit neuen Regeln, jetzt habe ich das auch gerade. Er braucht Friesen, okay. Jetzt darfst du alleine fahren. Ich jetzt alleine fahren und ihr könnt mir zugucken. Ja, wir spielen Tod, warte, ich kann ihm ja mal, ich habe ja hier mein Hintergrundbild, Darksiders 2 ist, seit Wochen wechsle ich immer mal wieder von dem einen zum anderen durch. Da sieht man den Kopf nicht. Ist halt das Bild so doof. Ja, eine ganze, kannst ja jetzt eine Bildergalerie draus machen. Ja, könnte ich sogar einblenden. Wahrscheinlich, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Bin ich zu faul. Möp. Warum wurde ich... Ist es normal, dass ich jetzt bei Trackman herausgeschmissen wurde? Nö. Also du müsstest Spiel? Noch... Nee, eigentlich nicht. Du müsstest noch auf dem Server sein. Du müsstest zugucken müssen. Nö, das ganze Spiel ist beendet. Naja, wird schon werden. Ja. Kleines Update übrigens, meine Grafikkarte ist immer noch bei 63 Grad. Na, vielleicht jetzt gerade 64, die schwankt so dazwischen. Allerdings laufen die Lüfter auch nur auf Minimum bisher, von daher. Na dann. Ja. Und Micha, hast du keinen Bock zu fahren? Moment, ich muss gerade jemanden schreiben. Ja. Bei irgendeinem. Natürlich das falsche Bildschirm, ja. Den falschen Bild. Ich höre die Sirene doppelt. Ja, ich auch. Oh, da ist... Wer ist denn da? Irgendjemand anders. Wie hieß der Server? Server White? Ja. Ja, irgendwie sowas, genau. Ach stimmt, da sind sie alle. Ah. Ja. Ich weiß gar nicht, so viel mehr möchte ich zu Darksiders... Also kann man auch gar nicht. Ich meine, Darksiders 2 kommt am 17. August, während wir auf der Gamescom sind. THQ wird selbst nicht auf der Gamescom sein, dementsprechend auch kein Darksiders dort zu sehen. Aber man könnte schon noch was dazu sagen, dass das nämlich zur selben Zeit spielen soll, wo Krieg schon da ist. Ja, und das wird halt in so, ich weiß ja nicht, was man da sonst, du kannst jetzt so viel vermuten, zur gleichen Zeit, also ich meine, da ist ja auch nicht in 20 Minuten da durchgerannt, ne? Also laut meiner Spielstandanzeige habe ich auf Apokalyptisch 26 Stunden gebraucht. 56. Nein, 26. Echt? Ich habe gerade nachgeguckt. So. Ja, ich weiß. Hm. Ja, Darksiders 2. Ich freue mich drauf. Ja. Vor allem, da wir hier sitzen, ja noch die Collector's Edition erwarten dürfen. Richtig. Die ja jetzt schon seit längerer Zeit ausverkauft ist. Aber komplett. Also nicht nur bei Amazon. Nein, deutschlandweit. Und wir hatten ja noch Glück. Ja. Wir hatten sie ja vorbestellt, aber die Bestellung nicht abgeschickt. Also hatten wir sie nicht. Dann war sie ausverkauft. Und dann am nächsten Tag war sie plötzlich wieder da, weil irgendjemand storniert haben muss. Und die habe ich mir geschnappt. Haha. Naja, nicht schlecht, ne? Ja. Joa. Und enthalten halt unter anderem eine original große Todmaske. Oh ja. Damit wird man auch zwar nichts anfangen können. Ist das nicht irgendein Billigscheiß nachher? Nö, also ich habe mir das Unboxing angeguckt, was ja von THQ selbst gemacht wurde. Die müssen jetzt natürlich richtig die Werbetrommel rühren, weil THQ hat nun mal gerade finanzielle Probleme, weshalb sie auch nicht auf der Gamescom sind. Und die müssen halt richtig jetzt gucken, dass sie da ihre großen Marken verkauft kriegen. Und da gehört halt Darksiders ganz groß mit dazu. Tja, und ich behaupte mal, wenn sie die Collector's Edition jetzt schon ausverkauft haben, dann dürfte das ja schon mal ein kleiner Erfolg werden. Definitiv. Es gab ja sogar die Aktion, ne, wenn man das vorbestellt hat, kann man noch bei Facebook auf der Seite irgendwie die Kassenbon einschicken. Ja. Und dann kriegt man noch ein Shirt. Genau. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das. Motto, ja? Ich helfe THQ, weil ich Darksiders 2 Collector's Edition gekauft habe. Genau. Richtig. So war die ganze Aktion angelegt. Helf THQ, kauf die Darksiders Collector Edition. Ja, haben wir gemacht. Wir hätten es auch so gemacht. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, wie das mit Amazon-Vorbestellungen ist, ob man denn trotzdem das T-Shirt bekommt oder ob die das halt nur auf, Nein, dann musst du die Rechnung einschicken. Denke ich mal. Also wenn THQ das so handhabt wie Dedelic, dann funktioniert das, wenn du dein Rechnungsschreiben da einschickst. Bei, also wahrscheinlich online, also Foto machen oder keine Ahnung. Scan etc. Bei Dedelic war es eine CD, oder? Ja, und zwar... Stand laut Amazon ja drin, bei Harveys Neue Augen, dass da der komplette Soundtrack drin ist. Ich hatte einen Soundtrack drin, ja, nur es war nur der Titelsong. Also eine CD für ein 4-minütiges Lied, mehr nicht.
fühlte ich mich so ein bisschen, fand ich so ein bisschen komisch, habe ich den Support von The Delic angeschrieben und die schrieb dann, ja na klar kriegt man die noch, weil Harveys neue Augen gibt es ja nur schon seit einem Dreivierteljahr. Und dann haben die geschrieben, ja, schick uns hier deinen Kassenbon bzw. deine Rechnung, wird eingescannt, abgeschickt, 3 Tage später kam die Rückantwort, ja, wir schicken dir deine CD zu. Cool. Na, da lief es. Die liegt jetzt, wie sich's für eine CD gehört, in meiner Anlage hinten, die ich eigentlich fast nie angehabt habe, aber die letzten Wochen, seit ich das Spiel habe, einmal am Tag läuft mindestens die CD rauf und runter. Weil der Soundtrack ist so genial. Es sind zwar nur 8 Titel, aber es ist schön. Naja, es ist anders als bei mir. Ich habe bei den Soundtrack von Operation Raccoon City vorbestellt. Der hat übrigens 75 Titel. Oh, ja, da muss ja jeder kleine Furz drin sein, oder? Wahrscheinlich, ja. Der sollte eigentlich gestern kommen, aber nein, ich bekam ja gestern die E-Mail von Amazon, dass das verschoben wurde. Ja, da können die auch, glaube ich, auch nichts für. Nö, werfe ich dir noch nicht vor. Hauptsache es kommt. Eine CD muss ich jetzt mir noch einlegen, also nicht jetzt, aber jetzt die Tage. Ja. Und zwar den Soundtrack von Deponia. Ich habe mir nämlich auch Deponia jetzt gekauft. Auch schon am Spielen gewesen, bis vorhin. Kann das sein, warte mal kurz, kann das sein, dass wenn ich auf dieses About Free Zone drücke, ja, ich rausgeschmissen werde? Das denke ich auch. Weil das ist mir gerade wieder passiert. Dann solltest also du das lassen. Ja, gut, fürs nächste Mal. Oben ist irgendwo ein X, da kannst du es wegklicken. Wieder was gelernt vom Bernd. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, da, bin ich da richtig? Ja, ich glaube, ja, da bin ich richtig. Bin direkt hinter dir. Weil ich habe links und rechts eben auch noch eine Rampe gesehen und gedacht, na? Ach ja. Ja, solche Strecken finde ich geil. Zack, oh, boink, Scheiße. Ja, noch irgendwas jetzt zu Darksiders 2? Ich meine, wir wollen auch eigentlich gar nicht, ich glaube, wir haben vom 1 und vom Buch schon so viel gespoilert, aber von 2 muss ja nicht auch noch. Ich glaube, da, wie gesagt, die THQ rührt halt richtig die Werbetrommel, weil die verkaufen müssen, ist ganz klar. Und ja, wir werden sehen, ob sie es gut machen oder nicht, ne? Richtig, wir hoffen, dass sie es gut machen, damit sie uns auch noch Darksiders 3 bringen und damit die Story beenden. Meinst du, die wird von 2 noch nicht beendet? Nee, Darksiders 3... Also, das ist eigentlich ist das Standard, du weißt, ja, gut, Trilogie. Die Story geht über mindestens 3 Teile. Nein, es wurde ja schon gesagt, Darksiders 2 endet nicht, sondern in Darksiders 3 sollen dann halt die letzten beiden Reiter noch dazukommen. Und da soll es dann enden. Weil ursprünglich hatten wir alle irgendwie gedacht, das kommt für jeden Reiter ein Teil, aber nee. Das sind dann übrigens Zorn und Zwietracht. Ich dachte mal, einer der Reiter wäre Pest, aber... Hunger und Pest? Ja. Ja, ich kenne auch Hunger und Pest nur. Aber laut dem Buch sind es Zorn und Zwietracht. Und die haben sich die Namen übrigens selbst ausgesucht. Dann die Reiter. Das ist aber nicht ernst an die Bibel, glaube ich. Nö, müssen sie auch nicht, ne? Wäre langweilig. Ja, aber die bringen da nun mal draus, die vier Apokalyptischen Reiter. Naja, vielleicht haben sie ja nach den paar tausend Jahren ihre Namen noch geändert. Ich glaube, einer von den Reitern ist auf jeden Fall ein Weib. Ja, das ist dann Zorn. Ja, Zorn natürlich. Ist ein Weib. Wie passend. Naja, wenn die sich den Namen aussucht. Ja, natürlich. Ja, solange er sich nicht Axel Schweiß nennt. Ja. Claire Gruppe. Genau. Oh mein. Schlechte Wortwitze. Oder als Frauenarzt Dr. Loch. Ach du Scheiße. Oder als Masseuse, ja. Fleischhacker. Wird einer von uns Darksiders 2 Let's Playen? Nee. Crimey. Dafür müssten wir erst Teil 1. Nein. Was willst du von mir? Nein. Bist du bestimmt. Hat noch keiner von euch ein Let's Play von 1 gemacht? Nein. Ich wollte es erst wenigstens mal alleine durchspielen und nachdem ich festgestellt habe, wie lange dieses Spiel geht, habe ich gesagt, nö. Zumal ich eigentlich noch Schenk 2, Resistance 3, Du hast noch so viel offen, ja. Geist. Ich wollte gerade sagen, du hängst hinterher, wie weiß ich nicht was. Ja, und wir haben schon wieder das nächste in der Mache. Genau, und dann sind ja noch 2, die noch warten. Echt? Oh Gott.
Chronicles. Ach ja, die warten auch noch. Ja, nee, ich, also, ich glaube. Hat aber nichts mit dem Film zu tun, ne? Nein, nein, es nein, geht nein. Resident Evil Chronicles. Ach ja, ja. Hast du den Film gesehen? Film? Nee, ich habe Chronicles nicht gesehen. Liegt aber noch irgendwo parat. Den müsste ich mir nochmal angucken. Ich fand den gut. Chronicles. Das ist ja wieder denn das typische, ne? Große Macht bringt große Verantwortung. Das Thema. Ja, ich fand den jetzt nicht unbedingt so ein epischer Film, aber ich fand den schon richtig gut. Muss ich spoilern mal nicht, ich will ihn mir noch angucken. Ich sag nur, also ich finde, der ist auf jeden Fall ein Blick wert. Erzähl mir mal nachher nochmal, worum es ging, damit ich weiß, welchen Film. Mach ich. Du hast ihn aber nicht gesehen. Dö-dö-dün. Davon bin ich jetzt ausgegangen, wenn ich dich nach der Handlung des Filmes frage. Erzähl mir nachher nochmal, worum es ging. Weil du mir bestimmt gesagt hast, dass du den Film geguckt hast und dass ich dich bestimmt da schon mal gefragt habe, worum es geht. So hört sie mir zu. Ach komm, ihr habt euch lieb. Ja, haben wir immer. Was meinst du, warum ich so heiser bin? Oha. Pikante Details. Naja. Ich glaube, sie meint das jetzt nicht so, wie ihr dachtet. Wir denken nicht. Was haben wir denn gedacht? Wir interpretieren nur. Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Was habt ihr gedacht? Nix. Wir denken nicht. Wir interpretieren. Wir sind Gamer, wir können nicht denken. Nee. Wieso hat AC Oni bunte Buchstaben in seinem Namen? Weil er eine gekaufte Version hat. Ah. Wahrscheinlich. Also er hat dann United, oder wie sich das Ding schimpft. Ja. Na und ich hab einen cooleren Wagen. Schön in deutscher Flagge. Er hat ihn sich selbst lackiert, wir sehen es nur nicht, weil wir alle mit der kostenlosen spielen. Ja. Ach, ihr seht, ist ja sehen schade. Ja gut, ich hab die Bilder hochgeladen. Echt, ja? Prime dürfte sie kennen. Also ich hab deutsche Wagen, reicht, sieht gut aus, werde ich. Ich weiß gar nicht, ich muss mir meine mal angucken. Hier. Map, oh Gott! Interessant, interessant. Möp. Ich glaube, das stand nicht in unserer Liste, aber ich frage trotzdem, hat jemand von euch schon Assassin's Creed 3 vorgestellt? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nicht mal Revelations durch. Ah ne, Brotherhood habe ich noch nicht mal durch. Das hat geklatscht. Ich muss, glaube ich, mich mal da jetzt ran. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zurzeit also nicht wirklich Let's Plays mache, weil ich eigentlich noch einen Haufen an Spielen nachholen muss. Merkt das schon. Ja, unter anderem halt Darksiders 1. Oder neulich Prototype 2, weil es einfach mal endlich ankam. Das hatte ich ja bei... Oh Gott, wie hießen die? Schon wieder vergessen. In-Gaming? Nee. Ich hab's vergessen. Oh Gott, ich komm nicht drauf. Es war halt Ich glaube, es war In-Gaming. Irgendwie so oder In-Game. In-Game, das könnte auch sein, ja. War halt ein Facebook-Gewinnspiel, oder nicht mal ein Facebook, war doch mit Facebook verknüpft noch so ein bisschen. Ja, Facebook, ja. Ja, und da musste man halt noch eine E-Mail hinschicken, Frage beantworten zu Prototype 2 und konnte dieses selbige gewinnen. Und ich habe sogar gewonnen und dann habe ich eine Mail bekommen, in der stand, herzlichen Glückwunsch, sobald wir dieses Spiel von Activision endlich mal da haben, schicken wir es an dich weiter. Weil ich mich frage, warum... Ja, so kann man natürlich auch Geld sparen, ne? Ich frage mich, warum macht man ein Gewinnspiel, wenn man das Spiel noch nicht einmal da hat? Ja. Na, wahrscheinlich, warte mal, wann ist es rausgekommen? Schon ein paar Monate her. Oh. Es kam gar... Die haben sich dann gedacht, wir machen ein Gewinnspiel, wenn genug Leute teilnehmen, dann kümmern wir uns auch drum. Ne, die haben ja wohl angeblich direkt von Activision die Dinger zum Gewinnspiel zur Verfügung bekommen. Aber ich wette mal, die haben einfach gedacht, okay, Activision macht das. Und dann hat bestimmt bei Activision einer rumgetrödelt. Das glaube ich auch, ne? Ja. Ich dachte... Ja, manchmal ist es ja so, dass wenn man so einen direkten Draht hat, ne, dass man solche Dinger dann von dort aus verschicken kann, ohne dass die erst... Siehe Mr. Stevino, ne? Könnten wir nicht theoretisch auch im Namen von Cremo Games ein paar anschreiben und fragen, ob die uns für Gewinnspiele was zur Verfügung stellen? Kannst du gerne probieren. Ich habe bei einer kleinen Seite gesehen, die haben wohl von Capcom Spiele zur Verfügung, oder drei Stück, oder zwei Stück zur Verfügung bekommen und die verlost. Resident Evil Virus? Operation Raccoon City. Achso, nee, ich meine die Seite. Achso, die Seite, weiß nicht, ob die das waren. Virus ist ja nur noch recht bekannt, ne? Ja, ich beobachte ja schon seit langem, als ich die damals geguckt habe, waren sie drei Facebook-Fans. Jetzt sind sie bei über 600. Ja, es ist halt
Ja, ich meine, dafür kann man sicherlich auch die Messe nutzen, ne? Ja, Ja. wir kommen, haben zwar keine Presseakkreditierung, aber wir sind ja am Stand wenigstens. Ich habe übrigens Ja, mal aber bei, ja, erzähl erstmal. ich habe festgestellt, ich habe ja nochmal auf den Lageplan der Messe geguckt, habe festgestellt, dass der Dedelic-Stand in der Business Area ist. Nee, oder? Also das würde denn das gleiche Thema sein wie bei dir, ne? Mit der Absage, ja, ohne Presseausweis können wir keinen Termin machen. Richtig. Schade. Okay, jetzt klärt mich Also ich nicht, weiß was noch ich nicht, noch habe ich brauche. den Anruf von der netten Dame von Dedelic noch nicht bekommen. Was los, Junge? Klärt mich auf, ich verstehe gerade nur Bahnhof. Wir hatten eigentlich letztes Jahr damit gerechnet, dass wir für die Gamescom eine Presseakkreditierung Das bekommen. weiß ich, das weiß ich, aber Und das hat das nicht hat halt nicht funktioniert, falls geklappt, du weil wüsstest. die Richtlinien geändert haben. Wir haben uns einfach gedacht, wir schreiben jetzt trotzdem ein paar Publisher und so weiter an. Fragen, ob wir irgendwie vielleicht trotzdem einfach mal in so eine Präsentation irgendwie noch einen Stuhl für uns bekommen, so nach dem Motto, dass wir da einfach mit drinne sitzen. Presseakkreditierung hin Also. oder her. Aber in den meisten Fällen sind diese Präsentationen im Pressebereich und nicht irgendwo am Stand, wo einer einmal durchlotst. Das Und von stimmt. daher können wir da einfach nicht teilnehmen. Das ist das Problem. Natürlich ärgerlich. Also. Wenn wir Glück haben, kriegen wir fürs nächste Jahr dann vielleicht Presseakkreditierung. Ja, wenn wir genug Artikel Übrigens, schreiben. ich muss euch Erstmal kurz da, ins Gewissen ne, wenn, reinreden, wir alles müssen, klar, guck mal, wir haben bis dann. Messebeweis, wir schreiben über die Messe. Die Seite existiert länger als ein Jahr. Ja, wenn sie bis dahin nicht wieder die Richtlinien ändern. Aber Ja. der ausschlaggebende Punkt vor allem ist, wir waren dann schon mal auf der Gamescom, wir haben einen Haufen an Artikeln geschrieben. Und das wird, glaube ich, denn das sein, wo sie sagen, okay, hier. Sag mal hallo. Sag Hm. mal hallo. Sag hallo. Ja, ist zu müde. Nee, Lampenfieber. Tschüss, ja, tschüss, sagt man. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hau rein. Naja. Hab dich lieb. Wie nein. Ja, Thema Gamescom, das ist schon schön. Also ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich kann gar nicht erwarten. In 2 Wochen. Mein Gott. Ja, Ja. und ich erwarte natürlich brav, dass da Visitenkarten verteilt werden. Für uns dann müssten die ja gut sein. Micha, du hast ja Ja, welche, die ne? sehen besser Hier. aus, oder? Hat Was man's war das? gehört? Ja, und Das was war der war das? Karton, wo die restlichen Visitenkarten noch von mir drin sind. Hast du nicht Die eigene habe ich machen auch. lassen, ja? Ja, stimmt. Ja, habe ich doch Und mal gemacht. Auri, so schön wie ich das von dir finde, seine sehen echt besser aus, also. Ich habe seine noch nicht gesehen. Warum soll Zeig, ich ach ihn? so. Warte mal, Facebook, Facebook. Nee, Moment, mach mal meine waren Skype. dafür kostenlos. Ja, meine waren nicht ganz kostenlos, aber ich habe auch ordentlich gespart dafür. Dabei meine ich nicht dafür. Schick mal hier über Warte, wo Skype hat bitte das? das Bild, dann kann ich das mal in den Stream reinschicken. Ja, jetzt muss ich das erstmal suchen. Ob Ja. ich das noch irgendwo auf der Platte habe. Doink. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Erstmal ganz schnell suchen. Nein, Ja, nee, und. aber deswegen, Auri ist nicht böse gemeint, aber seine sahen wirklich doch besser aus und. Ja, ich werde es ja gleich selber sehen. Ja. So, jetzt muss ich jetzt mal. Ah ja. Ja, aber also wir haben ja auch einen Parteiauftrag von guten Z bekommen, der bei mir in der Lehre war und der eigentlich bei uns mal früher mitschreiben wollte. Ach, der, ja. Ja, und der hat uns ja darum gebeten, dass wir mal bei World of Tanks vorbeigucken. Ich habe ehrlich gesagt nicht den blassesten Schimmer, ob die überhaupt auf der Gamescom sind, aber ich werde mich da nochmal erkundigen und wenn die einen Stand haben, gucke ich da natürlich auch vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass Wargaming, die Macher, einen Stand haben, weil die haben ja jetzt auch World of Warplanes in der Mache. Und World of Battleships haben sie angekündigt. Also die haben da noch zwei Projekte, wovon eins gerade in der Beta ist und. Huch. Da kann ich mir also vorstellen, dass da noch was geht. Dann habe ich mal geguckt, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin hat einen Stand. Okay. Das ist genau selbige, an der ich Elektrotechnik studiere. Und da werde ich dann mal bei denen Du meinst, du vorbeigehen. hast eine schöne Zuckerecke. Ja, habe ich. Habe ich mir gerade das Bild angeguckt. So, warte mal. Mittlerweile wird die richtig gut. Aber ein bisschen unaufgeräumt, obwohl gerade geht's, muss ich sagen. Da habt das. Könnt ihr gucken. Speichern unter. Jetzt kommt hier drüben. Auf dem zweiten Bildschirm kam gerade das Pop-up. 2 Minuten verbleibend. Na, wen wundert's? Dum, 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 dum. Ich warte jetzt mal kurz, bevor ich hier weiterfahre.
Ja, bisher erst. Aber das ist das. Was denn jetzt? Achso, das war wohl. Ist angekommen. Oh, nicht mehr, jetzt bin ich erster. Gott sei Dank. Ich wollte sagen, das ist ja schon das Komische. Auf der Rückseite steht ja immer noch die Werbung von Vista Print, ne? Ja. Lässt man die weg, zahlt man mehr. Richtig. Ach, hast du einen gleichen. Eigentlich wird Tinte gespart, aber nein. Nee, ja, es Ja, ist, aber weil wir haben deren ja eine Werbung drauf ist, Eigenwerbung. ja. Richtig. Ich befürchte, ich werde euch bald verlassen müssen. Schade. Bitte schön, Junk, da kannst du das Bild sehen. Ich gehe dann mal auf den Livestream und gucke mir mal an. So schlimm? So. Na, na, na. Klack, das war mein Elefant. Tschüss. Yum, 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 yum. Ja, Junk. Zuckt das Schiff noch so. Ah. Ja, der Spruch ist geblieben, aber ist halt wirklich, die Optik ist natürlich, ne? Warte mal, ich muss jetzt selber erstmal meine raussuchen. Ja, klar, wenn man das Crime Games nur so hinschreiben kann. Ich brauche Ich das habe jetzt das noch. als Bilddatei genommen, deswegen, als Logo-Bilddatei. Und denn, da das ja Comic-Sans-Schrift ist, konnte ich das ja auch für die anderen Sachen mit auswählen. Ja, deswegen habe ich ja extra das Comic Sans genommen, weil das einfach eine Standard-Schriftart ist. Ich hoffe, die E-Mail-Adresse von sind Huch. alle Ja, richtig. sicher. Weiß ich gar nicht, jetzt habe ich schon wieder nicht mehr hingeguckt. Aber einfach add Crimo Games, ne? Obwohl Ja, ich. bloß auch vorne, dass du die Namen so hast. Also bei dir weiß ich das, bei mir weiß ich das, aber bei den anderen beiden war ich mir jetzt nicht sicher. Muss ich auch nochmal gucken gleich. Ansonsten hole ich das nach. Ich kann ja schönerweise einfach E-Mail-Adressen einrichten und dann praktischerweise umleiten auf und hast du nicht gesehen. Konversation. Ja, dann habe ich gleich noch so einen Mini-Stempel machen lassen, ne? Wer weiß, vielleicht kann man ihn ja irgendwann mal gebrauchen, wenn ein offizielles Schreiben rausgeht. Und Aufkleber. Davon habe ich sogar schon einen in meiner Berufsschule über die Klospülung geklebt. Okay. So, bei Junk weiß ich es nicht. Junk, habe ich dir irgendwann mal eine Crime Games E-Mail-Adresse gemacht? Ist gerade nicht anwesend, warte, ich gucke. Verdammte Axt. Ich zieh's mir einfach auf meinen zweiten Bildschirm, weil ich's kann, und dann vergesse ich's nicht. So, ich bin wieder da. Habe ich dir mal eine junk23@crimogames.de E-Mail-Adresse gemacht? Nein. Gut, dann hole ich das nach und leite es dir auf deine normale um, okay? Okay. Gut, dann hätten wir das geklärt. Gut. Worum es auch immer gerade geht. Alter! Na, weil wenn du, Junk, wenn du auf die Karte guckst, da habe ich ja unsere vier Namen und habe dann @CrimoGames hingeschrieben. Ach so. Ich Ja. habe jetzt nicht weiter drauf geguckt, ich bin halt immer zum Kleinen gegangen. Ach so. Ja, ich mach dir halt nochmal eine @CrimoGames-E-Mail und leite die auf deine normale um. Das ist natürlich, ja. Ja. Weil ich nutze die E-Mail-Adresse jetzt auch für offizielle Sachen. Also zum Beispiel bei Dedelic habe ich darüber angefragt und sowas. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, guckt, dass ich da irgendwo was überspiele und so, dann nutze ich die meistens, wenn ich die irgendwo mit angebe. Ja, ich schreibe auch viel mit der Crime Games, weil sich einfach, es sieht besser aus, ne? Als weiß ich nicht, wie weit Junk sozusagen sowas nutzen würde, um groß irgendwo was anzufragen. Okay, damit ist die Frage erledigt. Ja, ne, ich werde mal gucken, ob ich irgendwo so Capcom-mäßig mal wegen Produkte für Gewinnspiele anfragen kann. Ach Dann so. weiß ich ja, welche ich dann nehme. Da muss ich dir also eine richtige, vollwertige E-Mail-Adresse und nicht nur eine Weiterleitung machen. Und wäre das dann für die relevant? Naja, nö, nicht Ja, wenn. unbedingt. Das sieht einfach nur dann aus, also mit junk@crimogames.de sieht es besser aus als mit deiner normalen, oder? Ja, das stimmt. Aber Kannst du zum wirklich. Beispiel auch in Videos oder so angeben, wenn du ein Video machst und um Kommentare bittest oder keine Ahnung, dann kannst du auch sagen, ja hier, schreibt an junk@crimogames.de. Stimmt, ja, dann machen wir da eine vollwertige. Ja, und dann. Weiß nicht, hast du irgendeine Benutzung, ein E-Mail-Programm hier im Office? Also. Nö. Nö. Naja, es gibt ja auch ein Web-Ding, ne? Ich weiß gar nicht, Isador, wie machst du es? Nimmst du Thunderbird oder irgendwas in der Richtung? Nö, ich bin ganz normal über Mozilla gehe ich auf die Webseite da Ach so. aus Dirup. Ich habe mir das alles halt in Thunderbird eingerichtet.
Ich nicht. Und über Thunderbird läuft wirklich nur mein Crimeon Games und von meiner Schule die E-Mail-Adresse. Weil es einfacher ist.